Willkommen zurück zu Heroes Each. Wir spielen mit dem Pirate weiter und gönnen uns jetzt Akte Nummer 5, Schwierigkeitsgrad normal. Bis jetzt kommen wir sehr, sehr gut durch. Ich denke mal, das wird auch so bleiben. Mal gucken, ob uralte Monster da sind, was leider hier nicht der Fall ist. Da wir immer noch auf der Suche nach einer, wenn möglich, legendären Waffe sind. Oder besser. Auch schon. Sehr, sehr gut. Der Boss ist sogar schon da. Das heißt, dann können wir direkt hingehen. Brauchen wir jetzt nicht noch Gegner hier vereinzelt töten. Das ist einer Boss. Erste. Give me regards to Jolly Roger. Schade. Auch hier kein uraltes Monster auf der Map. Wir können jetzt zum Boss gehen. Au. Bin ja gerade kurz an der Wand hängen geblieben. Und tschüss. Also Map Nummer 3. Kein uraltes Monster. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Denn die Gegner machen zum Teil doch guten Schaden. Das Flammenschwert. Das können wir uns mitnehmen, das Relikt. Einmal das. Der Boss ist auch schon da. So, die nächste Map wird lustig. Oh, fuck. Wo ist er denn? Da. Okay, das war ein etwas ungemütlicherer Boss. Rein da. So, die Map und die nächste Map sind unter Wasser. Wir haben auch eine, oh, das Monster, eine Sauerstoffanzeige, mehr oder weniger, auf die wir achten müssen. Ein mystischer Gegenstand und legendärer. Kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Schwere ich mich jetzt auch nicht.
Das habe ich Rapid Fire aktiviert. Das fehlt uns jetzt am Anfang. Aber erledigt. Oh, legendäres Amulett. Oh. Das ist ja lustig. Okay, wir haben... Okay, das machen wir danach. Wir machen jetzt erstmal noch die letzte Map und dann den Akt-Boss. Nicht mehr so viele Gegner, aber das waren die letzten sogar. Auf zum Akt-Boss. So, der sollte relativ schnell fallen. Ah, zu früh. Okay, er hält doch ein bisschen mehr aus als gedacht. Da kommen noch ein paar Sekunden. Rapid Fire noch einmal. Nein, okay. Na doch. 12 Millionen Leben. Weggehauen. Stufe 43. Eine legendäre Waffe. Wurde auch Zeit, würde ich mal behaupten. Da können hier gelbe Items noch aufheben. Oh, und rein da. Nice. Hoffentlich die Stadt. Ich will euch was zeigen. Gleich, nachdem wir erstmal Equipment und so weiter gemacht haben. Ich hoffe, ich kann es zeigen. So. Erstmal checken. Nee. Ja, das kann man auf jeden Fall nehmen. Das auch. Ich glaube, bei der Waffe gibt es nichts zu überlegen. Die ist ja mega nice. Sehr gut. So, und zwar... Mal schauen, ob es noch geht. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, scheint zu funktionieren. Das war jetzt nämlich das Geile, wenn man diese zwei Relikte besitzt. Einmal den hier. Die Fernbedienung oder was auch immer, kann man nennen, wie man will. Und das Schaf. Ja. Dann kann man nämlich hier hingehen, das aktivieren, dann kommen Zahlen 2, 6, 4, 5, 3, 1, 2, 6, 4, 5, 3, 1. Dann geht man hier hin. 2, 6, 4, 5, 3, 1 war es, glaube ich. Tatsache, es funktioniert noch. Und dann hat man das Schaf-Level. Das ist ein geheimes Level, das nur auftauchen kann, wenn man diese zwei Relikte besitzt. Also die Waffe macht jetzt halt echt ihre Arbeit. Und wir haben Schafe als Gegner. Das ist das versteckte Schaf-Level von Hero Siege und es existiert noch. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Ich dachte, das hätten die irgendwie rausgenommen oder etc. Und das Gute ist, man kann das Level halt echt so oft machen, wie man will. Es gibt hier noch einen Boss. Der ist in der Mitte, ist der Schafkönig. Der droppt, glaube ich, auch immer gutes Zeug. Kann sein, dass die auch gute Erfahrungspunkte geben? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das nie zum Erfahrungspunkte-Farmen
genutzt, das Ganze hier. So, einmal hier rein. Auf den Boss knallen. Oh, der hat 24 Millionen Leben. So. Kurz knallen ist relativ, aber wir können ihn mal hier rauslocken. Das gefällt mir nicht, wenn er da drin ist. Ah, es spawnt auch weitere Schafe. Das ist auch was Neues, glaube ich. So, Rapid Fire aktivieren und einfach eh in sein Gesicht schießen. Ja, funktioniert mit dem Pirate tatsächlich ganz okay. 28 Millionen Leben, ist schon heftig. Hat mehr als doppelt so viel als der letzte Aktboss, den wir jetzt gekillt hatten. Ja, da ist er down. Und er droppt ein Wormhole Key, das ist normal. Und eine mystische Halskette. Tatsächlich könnte ich jetzt hier... Erstmal gucken. Ja, komm, können wir reinnehmen. So, wir testen es jetzt nochmal. Ob er wirklich immer ein mystisches Item droppt oder ein Legendary. Weil das weiß ich nämlich nicht. Nee, das war dumm. Och, fuck it. Jetzt machen wir mal ganz schnell. Zack, zack, ab wieder in die City. Wir testen es noch einmal kurz. So, 2, 6, 4, 5, 3, 1. So, wieder die kleinen Gegner auch erledigen. Schade, dass die nichts droppen. Na gut, gelbe Sachen, naja. Ich muss ihn irgendwie rauslocken. Oh, what? Es kommt ein Boss. Nee, das stimmt gerade. Stimmt gerade einiges nicht. Ein Boss mit Millionen Leben ist natürlich nicht so nice. Das ist ein bisschen unlucky gerade. Sie ist down. Was auch immer das gerade war. Normalerweise kommt hier kein Boss. Okay, das war merkwürdig. Das kann man so verbuchen. Legendäres Item da oben. Eine Halskette. Na gut. So, jetzt können wir uns um den Boss hier kümmern. Ich würde ihn halt echt gerne rauslocken aus dem Eck hier. Aber hat auch so funktioniert. So, einmal checken, ob er was droppt. Tatsächlich wieder ein mystischer Gegenstand. Wormhole Key kann man gebrauchen. Okay, also ist es tatsächlich machbar, oder ich habe jetzt einfach nur Glück gehabt, mit dem Drop, aber machbar hier anscheinend mystische Gegenstände zu farmen. Das ist halt nice. So, einmal kurz checken. Leider nicht so gut. Aber gut zu wissen. Das kann man sich merken. Das Dumme ist halt nur, wenn ich jetzt sterbe, verliere ich alle Relikte. Und dann sind die zwei weg. Aber gut, können wir uns soweit merken. Das war Akte Nummer 5. Tatsächlich schon. Das heißt, noch zwei Akte und dann sind wir mit dem Schwierigkeitsgrad fertig. Und wir haben das Schaflevel noch gemacht. Das war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!